So, meine Freunde, da sind wir wieder zurück zu bei Skyrim. Ich habe die Kamera, das seht ihr jetzt, nach links versetzt, weil oben der Kompass verdeckt war. Ein bisschen größer habe ich sie auch noch gemacht. Seht ihr die Ruine da oben? Das ist das Ödsturzhügelgrab. Wo ist er denn? Da ist er. Ich habe nie verstanden, wie meine Schwester es aushalten kann, im Schatten dieses Ortes zu leben. So, und die Stimme ein bisschen lauter. Man gewöhnt sich wohl daran. So. Alles halt ein bisschen akustischer gemacht. Und ich habe mich dann jetzt auch mal ein bisschen informiert. Also es gibt anscheinend Mods, die das Spiel so ein bisschen goriger machen. Ja, ein bisschen mehr Gewalt reinhauen. Aber da habe ich mich noch nicht mit auseinandergesetzt, weil da muss man irgend so einen Nexus-Download-Scheiß machen. Das hatten wir aktiviert, ne? Das war der Krieger. Ich will... Obwohl, stärker zuhauen ist auch cool. Die Wächtersteine. Drei der 13 uralten Findlinge, die überall in Himmelsrand zu finden sind. Hatten wir schon. Ein Magier, hm? Tja, über Geschmack lässt sich streiten. Ich maße mir da kein Urteil an. Können wir weiter? Hatten wir nämlich alle schon. Ich habe aber diesen Anfang jetzt nochmal mit drin, wegen den Neuerungen. Wie gesagt, also ich habe ein bisschen noch das Anti-Aliasing runtergemacht. Anscheinend funktioniert es jetzt auch besser mit der Maus, komischerweise. Das war auf, ich weiß gar nicht, auf wie vielfach. Das war... Denk daran, das hier 16-fach? Ist kein Sturmmantelgebiet. Wenn wir vor den aber Neuigkeiten ich sehe grafisch keinen Unterschied. Sollten wir keine Probleme bekommen, solange wir keine Dummheiten machen. Wie gesagt, dann habe ich mir Mods angeguckt. Stoßen, aber ich habe es... Ja, hatten wir doch schon. Ich habe es aber noch nicht so ganz verstanden, wie das funktioniert mit... ja, komm her. So. Also es gibt wohl wirklich mehr Blut in der normalen Version. Es wurden wohl INI-Dateien ausgetauscht für den deutschen Markt. Dadurch ist das Spiel zwar uncut. Kann ich denn jetzt hier den Bogen wieder... So. Ah, ich kann einfach die Eisenpfeile zurückholen. Okay. Den Bogen... Huch, was ist denn jetzt hier? Ah, okay. Was wollte ich denn jetzt sagen? Scheiße, ich bin voll durcheinander. Also, Steam Workshop habe ich mir angeguckt, habe da auch mal auf ein paar Mods geklickt, aber irgendwie werden die nicht runtergeladen, keine Ahnung wieso. Ich bin froh, dass ihr euch entschlossen habt, mit mir zu kommen. Wir sind schon fast in Flusswald. Da drüben ist der Hirsch. Jetzt versuchen wir es nochmal mit dem Hirsch. Oh, komm schon, Hirsch. Blöder Hirsch. Beim ersten Mal habe ich ja wenigstens getroffen. Kann ich hier einfach so rüberschwimmen und mir den Hirsch holen? Ich komme gleich. Ich will den Hirsch jetzt killen. Wo ist der Hirsch? Ich will schneller laufen. Was habe ich mir denn noch angeguckt? Besseren Grafikmod gibt es ganz, ganz viele. Ey. Ach komm, beweg dich nicht so viel. Okay, wo ist das Kanickel? Wo ist das Kanickel? Hol ich mir halt ein Kaninchen. Ist das gerade abgesoffen? Na toll, so viel dazu. Flusswald entdeckt. Bam, bam, bam. Niemand glaubt mir, doch ich sage euch, ich habe einen Drachen gesehen. Ich auch, Ryan, ich auch. Hm? Habt ihr schon gehört? Das Flusswald-Handelskontor wurde ausgeraubt. Der arme Lukan ist sicher am Boden zerstört. Wollte ich jetzt den Typen gelassen. Aha, hier ist er gestorben.
abgeschlagenes Holz. Und dann gibt es noch Modi irgendwie, wie man sich sein eigenes Haus bauen kann. Dann gibt es noch Modi, dass mehr Kinder rumrennen und die dich auch angreifen und. Wo ist denn der Typ jetzt? Also es gibt schon echt extrem viele Mods für Skyrim. Auch so ein HDR-Mod und was weiß ich nicht alles. Das würde mich schon alles interessieren. Aber erstmal spielen wir es Vanilla. Ja, so Standard. Was ist, gute Frau? Ist Sven schon wieder betrunken zur Arbeit erschienen? Wo redet er? Arlof, was macht ihr denn hier? Ich komme gleich runter. Schönen guten Tag. Zeigt ihr mir eure Axt? Wie viele Kaiserliche habt ihr getötet? Kennt ihr wirklich Ulfric Stormmantel? Seid still, Frodner. Das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für eure Spiele. Lispelt ein bisschen. Geht und behaltet die Straßen nach Süden im Auge. Sagt uns Bescheid, wenn kaiserliche Soldaten im Anmarsch sein sollten. Och, Mama, ich will noch hierbleiben und mit Onkel Ralof reden. Schau mal einer an. Ihr seid ja schon fast ein richtiger Mann. Bald werdet ihr euch selbst am Kampf beteiligen. Ganz richtig. Keine Angst, Onkel Ralof. Ich passe schon auf, dass sich keine Soldaten an euch heranschleichen. Der nächste Kaiserliche, den ich sehe, ist tot. Und ob. Ja, das muss ich vielleicht nochmal führen. Man muss sein, um für Himmelsrands Freiheit zu kämpfen. Ihr solltet mich nach Windhelm begleiten und euch dem Kampf um die Befreiung Himmelsrands anschließen. Ihr habt hier und heute das wahre Gesicht des Kaiserreichs gesehen. Wenn irgendjemand weiß, was das Erscheinen des Drachens bedeutet, dann Ulfric. Das will ich hoffen. Himmelsrand braucht Leute wie euch, die für seine Freiheit kämpfen. Kommt, wir sollten uns beeilen. Also, Ralof, was ist los? Ihr zwei seht ziemlich mitgenommen aus. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich zuletzt geschlafen habe. Wo soll ich anfangen? Nun, es die Musik stimmt, ist sehr was schön man im Hintergrund. Euch über Ulfric berichtet. Enya Mucke. Die Kaiserlichen haben uns außerhalb von Dunkelwasserkreuzung in einen Hinterhalt gelockt. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, als hätten sie schneller genau gewusst, wo wir sein würden. Das ist jetzt 2 Tage her. Heute Morgen machten wir in Helgen Halt. Und ich dachte schon, es wäre vorbei. Sie hatten uns vor dem Block des Scharfrichters aufgereiht, um uns die Köpfe abzuhacken. Die Feiglinge. Diese Feiglinge. Die würden Ulfric doch niemals einen fairen Prozess zugestehen. Eine Anklage wegen Hochverrats, weil er für sein eigenes Volk gekämpft hat. Ganz Himmelsrand hätte dann die Wahrheit erkannt. Aber dann, wie aus dem Nichts, griff ein Drache an. Doch nicht etwa ein richtiger, lebender... Ich kann es selbst kaum glauben. Und ich war dort. So seltsam es auch klingen mag, ohne diesen Drachen wären wir jetzt tot. In all dem Chaos konnten wir entwischen. Sind wir wirklich die Ersten, die es nach Flusswald geschafft haben? Niemand sonst ist heute die Straße nach Süden hochgekommen, so viel ich weiß. Gut. Vielleicht können wir hier eine Weile unterkommen. Ich bringe eure Familie nur ungern in Gefahr, aber... Unsinn. Ihr und eure Begleitung könnt hier bleiben, solange ihr wollt. Danke. Lasst die Kaiserlichen nur meine Sorge sein. Viel Ein Story, Freund ne? Von Ralof ist auch mein Freund. So, muss ich jetzt hier mit ist der reden? Schlüssel zum Haus. Bleibt so lange, wie ihr wollt. Wenn ihr sonst noch etwas braucht, dann fragt einfach. Gegrillte Hühnerbrust. Was bringt denn der Silberring? Kann ich das jetzt gerade alles geschenkt nehmen? Oh ja. Das reicht erstmal. Es gibt da etwas, was ihr für uns tun könntet. Für uns alle hier. Ja, sag an.
Wenn sich hier ein Drache herumtreibt, muss der Jarl davon erfahren. Flusswald ist völlig schutzlos. Wir müssen Jarl Balgruuf in Weißlauf benachrichtigen. Er soll uns alle verfügbaren Soldaten schicken. Wenn ihr das für mich tun könntet, wäre ich euch sehr verbunden. Ist es normal, dass sie alle so lispeln? Ich wusste, dass auf euch Verlass ist. Ich sollte mich jetzt wieder an die Arbeit machen, ehe mich jemand vermisst, aber... Ist sonst noch jemand entkommen? Hat Ulfric... Keine Angst, ihm ist bestimmt die Flucht gelungen. Es braucht schon mehr als nur einen Drachen, um Ulfric Sturmmantel zu stoppen. Ich werde sie ins Haus bringen und ihnen zeigen, wo alles ist. Ihr meint wohl, ihnen helfen, unseren Met zu trinken. Viel Glück, Bruder. Wir sehen uns später. Macht euch um mich keine Sorgen. Ich weiß, wie man sich bedeckt hält. Ich helfe gerne, wie und wo ich nur kann. Ich habe euch doch gesagt, dass meine Schwester uns helfen würde. Bin ich zu voll? Nee. Diese verdammten kaiserlichen Ketzer. Ach, ich soll gerade einfach nur langsam gehen. Hier, was geht jetzt ab, Digga? Der nächste Kaiserliche, den ich sehe, ist tot. Haltet euch einfach nordwärts. Ihr könnt es nicht verfehlen. Es ist die Hauptstadt des Fürstentums Weißlauf. Jarl Balgruuf hat sich immer noch nicht für eine Seite entschieden. Also solltet ihr unterwegs zumindest keinen Kaiserlichen begegnen. Ulfrichs Hauptstadt ist Windhelm, nordöstlich von hier. Ihr solltet euch zuerst an Galmar Steinfaust wenden, Ulfrichs rechte Hand. Er kümmert sich um die neuen Rekruten. Ich werde ein gutes Wort für euch einlegen, sollte ich vor euch im Windhelm eintreffen. Das wisst ihr wirklich nicht. Das war Ulfrichs Sturmmantel. Ach richtig, es... Dennoch überrascht es mich, dass ihr noch nicht von... Selbst da unten. Ich mach mal alles schnell durch, weil das ja schon beim ersten Mal war. Die Kaiserlichen haben uns schon erwartet. Ulfric befahl. Ich dachte, sie würden uns süd... Was? Ulf hat gerade rechtzeitig angegriffen. Was? Ich kann gut... Haltet euch einfach nordwärts. Ihr könnt es nicht verfehlen. Es ist die Hauptstadt des Fürstentums Weißlauf. Irgendwie muss ich doch Quests sehen. Inventar, Logbuch oder irgendwie sowas. Steuerungshilfe. Aktivieren, ziehen, wegstecken, Charaktermenü, Perspektive wechseln. Ach, einfach auf F. Springen. Sprinten, Alt. Schleichen. Rennen, Shift. Was ist jetzt besser? Immer rennen ein, Caps Lock. Automatische Bewegung C. Favoriten, Q. Schnelles Speichern, schnelles Laden. Warten, Tagebuch. Systemmenü, schnelles Inventar. Schnelle Statistik, schnelle Karte. Okay. Auf der Weltkarte besitzen Orte, die du bereits entdeckt hast, helle Symbole und Orte, von denen du gehört hast, die du aber noch nicht besucht hast, dunkle Symbole. Bereits entdeckte Orte kannst du auswählen und schnell dorthin reisen. Eine Markierung gesetzt. Okay. Wir werden diesen ungläubigen Hunden zeigen, wem dieses Land gehört. Mehr habe ich ja jetzt hier nicht zu erledigen. Das ist zwar eine Kirche und so, aber wir lassen die Kirche mal im Dorf. Schlechter Gag. So. Unter der Brücke ist sicher was zu finden. Nein. Flora und Fauna funktioniert hier, ja? Oh, ein Häschen! Häschen! Nehmen wir.
Scheiße, ich sollte mal nach sowas gucken. Gibt's das auf der Karte noch genauer? Aktueller Standort. Ich sollte auf der Karte mal gucken, ob es... Ah, so sprintig. Ah, ob es hier irgendwas zu verkaufen gibt, dass ich hier mein Zeug loswerde. So, was haben wir denn hier? Schlafender Riese öffnen. Ordner. Ordner. Hört ihr zu? Es ist schwierig, das nicht zu tun. Das Bier wird schlecht. Wir haben Zimmer und Essen. Auch Getränke. Was habt ihr zu verkaufen? Mir gibt's nichts zu sagen. Arbeit, wisst ihr etwas? Habt ihr in letzter Zeit Gerüchte gehört? Woher fahre ich mir über Magie? Wollt ihr euch in die Luft sprengen? Ja. Das macht Magie angeblich mit einem. In Winterfeste gibt es eine Akademie, an der Magie unterrichtet wird. Wenn sie nicht auch schon in die Luft geflogen ist. Es ist viel sicherer, wenn der Zauberer der Sial einem ein paar Sachen beibringt. Mhm. Dann wollen wir diesen Hunger doch stillen, ha? Huh? Gegenstände über den Trennstrich gehören dem Händler. Gegenstände unterhalb des Trennstrichs gehören dir, um einen Gegenstand zu kaufen oder zu verkaufen. Wähle ihn aus und drücke E. Ich will meine Klamotten verkaufen. Gold habe ich 98. Ja, hier gibt's ja all möglichen Scheiß. Hier, seht euch das an. Ein paar Männer des Jahres sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. Karte aktualisiert, Kopfgeld aktualisiert, tötet den Banditen, aha. Man flüstert sich einiges zu. Aventus Aretino, ein Junge aus Windhelm. Er will... die dunkle Bruderschaft kontaktieren. Das macht doch keiner. Alter. Habt ihr diesen Schrein von Azura gesehen? Es heißt, die Dunkelelfen hätten ihn nach ihrer Flucht aus Morrowind gebaut. Ziemlich beeindruckend. Bis zum nächsten Mal. Habt ihr mich gehört? Ja, das Bier wird schlecht. Komm mal raus hier. Irgendwo muss ich doch meine Quest sehen. Da ist doch andauernd irgendwas oben. Karte. Tagebuch J. Ah, Quest. Sprich mit Flusswald. Verschiedenes. Besuche den Schrein. Sprich, töte den Banditenanführer. Verschiedenes. Ah, gut, das ist alles da in diesem... Da muss ich hin. Ich bin sowohl meiner Hinrichtung als auch einem Drachenangriff aus Helgen entkommen. Nun bin ich frei, im Himmelsrand zu tun und zu lassen, was immer mir bleibt. Plündere Gunjas Leiche, entkomme aus Helgen, betritt die Festung, habe ich gemacht. Keine Ahnung. Achso, das sind dann abgeschlossene Quests hier unter. Das sind noch aktive. Okay, irgendwo muss ich hier aber auch was verkaufen können. The Sleeping Giant, also der schlafende Riese. Was haben wir denn hier? Ivors in Sigrids Haus. Kann ich euch helfen? Heiner. Alva und ich, wir haben eine Tochter. Die kleine Dorte. Okay. Mein Mädchen arbeitet gern mit ihrem Papa in der Schmiede. Ah ja, wo ist denn die Schmiede? Ich könnte das jetzt stehlen, aber die sehen mir ja dabei zu. Das macht doch keiner. Ach, das, und wichtig ist auch noch die Frage, ob das irgendwelche Auswirkungen hat. Hallo. Braucht ihr eine neue Klinge? Was habt ihr zu verkaufen? Werft einen Blick drauf. Okay.
Spitzhacke. Da kommen die guten Sachen. Da. 300, oh mein Gott. Ich sollte vielleicht erstmal bei mir. Bekleidung. Eisenschild. Was habe ich denn jetzt an? Habe ich das jetzt verkauft? So, überall verkaufe ich erstmal eins. Jetzt habe ich Scheiße gebaut, wa? Es gibt 9. Mir war so, dass ich davon viel, viel mehr hatte. Habe ich verkackt. Wo sind die Sachen, die ich ihm jetzt gerade verkauft habe? Was? Die habe ich doch gerade selber verkauft. Bögen bewirken um 15% höheren Schaden. Alter, guckt euch die Kohle an. Ich Idiot, ey. Ich hab mir gerade echt was versaut, glaube ich. Könnt ihr Schmiedehilfe gebrauchen? Mehr will ich jetzt mal nicht. Ich glaube, ich habe jetzt gerade voll Scheiße gebaut. Achso, ich hab die an. Ich hab das, ich hab das. Das habe ich auch an. Das kann ich nicht verkaufen. Ich kann auch die kaiserliche leichte Rüstung verscherbeln. Komm mal nochmal her. Eisen oder Stahl ist es. Werft einen Blick drauf. Ja, danke, Digga. So. Der 10 Schaden, 9 Schaden. Weg. Weg. Das sind so teure Preise. Kann ich mir ja gar nichts von leisten. Die leuchten hier. Steigert Frostresistenz. Okay. Hau rein, ne? Bis zum nächsten Mal. Ja, ja, hau rein. Mehr kann ich ja nicht machen gerade. Chick, 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 chick. Kann ich irgendwo noch einbrechen und was klauen? Ich weiß noch nicht, wie sich das in Skyrim verhält, deswegen halte ich mich erstmal zurück. Ja. So, und wir gehen jetzt hier in Richtung Kölleken. Muss ich ja jetzt einmal hinlaufen, wie es aussieht. So, was haben wir denn hier? Muss ich wahrscheinlich oben lang. Sage ich jetzt einfach mal. Lädt so schneller auf? Nee. Sprinten. Ich weiß ja nicht, wenn ich jetzt mehrfach sprinte. Oh. Oh, verpiss dich. Oh, Finisher. Oh. Ja, erschrecke ich mich voll. Ich muss, Objekte. Was war? Waffen. Ich Idiot. Waffen. Ich habe, wie es aussieht, habe ich
mein Schild verkauft aus Versehen. Das ist dumm. Ja, habe ich gemacht. Fick die Henne, bin ich dumm. Okay, ich bin bereit. Alter, habe ich mich erschreckt bei diesem beschissenen Wolf. Bergab, Bear Grylls Technik. Ich weiß nicht, wie es mit Fallschaden aussieht. Gering. Hippa. Was wird denn hier gerade gekämpft? Die kämpfen gegen einen Golem. Naja, das hat sich erledigt. Und das haben wir nicht euch zu verdanken. Sorry. Ihr sah nicht so aus, als würdet ihr Hilfe brauchen. Ich habe alles versucht. Der nächste Milchtrinker, der sich ja so sehr angestrengt hat. Der Ruhm kommt nur zu denen, die triumphieren. Und wir Gefährten müssen uns unseren Ruhm immer hart erkämpfen. Wer sind die Gefährten? Ihr seid nicht Frodo? Von hier, was? Nein. Noch nie von den Gefährten gehört? Nein. Ein Orden von Kriegern. War der langweiligste Teil von Herr der Ringe. Brüder und Schwestern, verbunden durch unsere Ehre. Ja, ja. Und wir lösen jedes Problem, wenn die Bezahlung gut genug ist. Mhm. Es klingt nach reiner Zeitverschwendung. Das entscheide nicht ich. Ihr müsst mit Kodlak Weißmähne oben in Jorvaska reden. Jorvaska. Der Alte hat gute Menschenkenntnis. Er schaut einem in die Augen und weiß, was man wert ist. Ich bin 2,50 wert. Wenn ihr zu ihm geht. Danke. So, wollen wir doch mal den Troll oder was das war. Riese. Ah, nur Eisenpfeile drin. Ihr seht stark aus. Kommt nach Jorvaska und werdet ein Gefährte. Machen wir. Kämpft mit uns, dann habt ihr etwas zu erzählen. Kommt nach Jorvaska, wenn ihr als Kämpfer etwas auf euch geht. Ja, das geht mit dir. Ich kann euch zu jeder Hauptstadt der Fürstentümer bringen. Also gut. Ich will ja noch gar nicht mit euch talken. Weißlauf. Aber ich muss noch weiter, oder was? Ich muss da hoch, wie es aussieht. Es ist wirklich mal entspannend, sowas zu spielen hier. Das sind die Momente übrigens, wenn keine Webcam läuft. Dann mache ich mal so. Und so hört man mich wieder. Hier geht's nicht lang. Es hat ein bisschen was hier von Demon's Souls. Das habe ich mal auf der PS3 gespielt, hat mir aber nicht so zugesagt. Halt! Oh. Die Stadt ist wegen der Drachen abgeriegelt. Zutritt nur mit amtlicher Genehmigung. Bitte den Jahr um Beistand. Ich habe Nachricht von Helgen über den Drachenangriff. Stimmt euch vielleicht das um? Tretet beiseite, sonst, Na schön. Aber wir behalten euch im Auge. Alles klar, sonst hätte ich die auch in die Fresse gehauen. Redekunst. Mach Ophir! Spacken. Hier muss man echt aufpassen, was man macht. Ey. Wenn ich den jetzt einen hauen würde, würde die ganze Armee rauskommen, dann habe ich ein Problem. Achso, jetzt darf ich rein. Die Gefährten führen ihr Erbe auf die Ursprünge... Mal ehrlich. Helgen soll von einem Drachen erwischt worden sein. Aber wir brauchen mehr Schwerter. So, mit euch will ich jetzt allen gar nicht so reden. Mal die Karte. Kann ich da irgendwie ranzoomen? Ich bin da. Ich muss aber zum markierten Ort. Und nicht einfach alleine erfüllen. Warum schluckt? Aber wenn ich eh schon hier bin, da gibt es auch noch die andere Quest. Hallo?
Besuche den Schrein, sprich mit Aventus, begib dich zur Akademie. Alter, die wollen so viel von mir. Sprich mit Jarl. Ah, da muss ich noch weiter. Die köpfigen Stolz nicht hinunter und bittet Eol und Graumähne um Hilfe. Da verbeuge ich mich hier. Was geht ab, Digga? Die Wache wird vielleicht nervös, wenn sich ein Mann mit gezogener Waffe nähert. Okay, hast ja recht. Es ist schon ärgerlich genug, dass mir all diese Männer ständig Anträge machen. Aber dieser Bade, der ist am schlimmsten. Dieser Bade Mikael, so wie er über mich redet, bittet er förmlich darum, dass man ihm einen Dolch an die Kehle hält. Sag mir nur, wo er ist. Ich kümmere mich drum. Ich habe gehört, wie er in der beflaggten Meere damit angegeben hat, dass er mich so zähmen will, wie ein echter Nord eine wilde Bestie zähmt. Aha. Ihr könnt es gern versuchen, aber ich glaube kaum, dass irgendetwas in seinen Dickschädel dringt. Ey, ich springe hier. Ihr macht euch von ja Mission keine zu Mission. Die Hälfte der Männer von Weißlauf haben um meine Hand angehalten, darunter sogar Junggesellen. Sie werden es nie verstehen. Weder Unmengen an Blumensträußen noch honigsüße Worte werden mich umstimmen. Im Augenblick zählt für mich nur meine Tochter Mila. Kein Mann wird sich zwischen mich und mein kleines Mädchen stellen. Das heißt, du wurdest also schon mal gerammelt. Ne, Tochter Mila. Vergesst nicht, täglich frisches Obst und Gemüse zu essen. Ja, ja. Was ist das denn hier? Talos Segen, andere Segen entfernt, alle Krankheiten geheilt. Okay, cool. Keine Ahnung, was das jetzt gerade gemacht hat. Wie gesagt, keine Anleitung. Drachenfeste entdeckt. Ihr könnt euch glücklich schätzen, hier in der Stadt und nicht im Flusswald zu sein. Die armen Leute da haben nicht einmal eine Mauer. Das hilft dir beim Drachen auch nicht. Stufe 1. Ich habe noch keine Ahnung, was ich hier machen muss. Unmöglich zu sagen, was das bedeutet. Was soll ich sonst machen? Gar nichts. Mein Herr, bitte. Dies ist was nicht soll die Zeit diese Unterbrechung? Ah. Jarl Balgrof empfängt keine Besucher. Bevor wir handeln sollten. Hey, Drachen, geduert mir. Ich geschichtslos heute sind. Das erklärt, warum die Wachen euch hineingelassen haben. Kommt, der Jarl wird sich persönlich mit euch unterhalten wollen. Seht ihr, ganz einfach, ganz einfach. Hallo, Jarl. Ihr wart also in Helgen. Ihr habt diesen Drachen mit eigenen Augen gesehen? Aha. Ja, ich hatte eine tolle Aussicht, während die Kaiserlichen versucht haben, mir den Kopf abzuschneiden. Der Drache hat Helgen zerstört und das Letzte, was ich sah, war, dass er diese Richtung davonflog. Machen wir... Bei Ismir. Irelit hatte recht. Na, was sagt ihr dazu, Proventus? Sollen wir weiterhin auf die Stärke unserer Mauern vertrauen? Gegen einen Drachen? Ja, er kommt ja von oben, ne? Mein Herr, wir sollten sofort Truppen nach Flusswald schicken. Es befindet sich in allerhöchster Gefahr, wenn dieser Drache sich in den Bergen herumtreibt. Er wird annehmen, dass wir uns auf Ulfriks Seite schlagen und ihn angreifen werden. Genug! Wir sollten nicht... Ich werde nicht untätig mit ansehen, wie ein Drache mein Fürstentum niederbrennt. Das ist hier wie die Schlange bei Herr der Ringe, der immer hinten so reinlispelt. Schickt unverzüglich eine Einheit nach Flusswald. Ja, mein Jarl. Ja, mein Jarl. Bitte entschuldigt mich. Ich muss mich wieder meinen Pflichten widmen. Ja, fick dich. Das wäre wohl das Beste. Gut gemacht. Ihr seid zu mir gekommen, auf eigene Faust. Ihr habt Weißlauf einen Dienst erwiesen. Und das werde ich euch nicht vergessen. Danke. Hier, bitte nehmt dies als kleines Zeichen meiner Anerkennung. Ich hätte da noch etwas für euch. Vermutlich eine geeignete Aufgabe für jemanden, der über solche Fähigkeiten verfügt wie ihr. Kommt, begeben wir uns zu Faringar, meinem Hofzauberer. Er beschäftigt sich mit einer Frage, die mit diesen Drachen zu tun hat. Und mit Drachengerüchten. Drachengerüchten... Ich werde mitkommen und euch Faringar vorstellen. Ja, mach mal. Er ist manchmal etwas schwierig.
wie Magier nun mal so sind. Ja. Besucht ihr die Drachenfeste, um über die andauernden Feindseligkeiten zu diskutieren, wie die anderen großen Krieger? Ihr wollt also die arkanen Künste meistern? Nein, ich möchte dir was verkaufen. Da. Ganzen Scheiß brauche ich nicht. So. Alter. Ich habe noch keine Ahnung. Was? Wie? Ihr meint, ihr könnt mir helfen? Ja. Das glaube ich nun wirklich nicht. Warum denn nicht? Ihr findet den Jarl in der großen Halle, wo er vermutlich auf seinem Thron sitzt. Faringa. Hier im Labor des Zauberers. Ich glaube, ich hätte da jemanden, der euch bei eurem Drachenprojekt helfen kann. Nur zu. Weiht ihn in alle Einzelheiten ein. Der Jarl glaubt also, ihr könntet mir nützlich sein? Ja, logisch. Natürlich, er muss an meine Drachenforschung gedacht haben. Ja, ich könnte jemanden brauchen, der etwas für mich besorgt. Was denn? Und mit besorgen meine ich, dass ihr in einer gefährlichen Ruine nach einer alten Steintafel suchen werdet, die vielleicht gar nicht dort ist. Voll mein Ding. Ah, ihr seid kein einfacher Söldner, ein Denker. Vielleicht sogar ein Gelehrter? Absolut. Nun, als die Geschichten über die Drachen das erste Mal die Runde machten, taten viele sie als Hirngespinste oder Gerüchte ab. Unmöglichkeiten. Einen Dummkopf erkennt man daran, dass er alles abtut, was er anhand seiner eigenen Erfahrungen nicht erklären kann. Doch ich begann nach Informationen über die Drachen zu suchen. Wohin verschwanden sie vor all diesen Jahren? Und woher kommen sie nun? Ich habe von einer Steintafel erfahren, die im Ölsturz-Hügelgrab liegen soll. Einem Drachenstein mit einer Karte verschiedener Drachengrabstätten. Die Tafel liegt vermutlich in der Hauptkammer des Ölsturz-Hügelgrabes. Geht dorthin, findet die Tafel und bringt sie mir. Ganz einfach. Es ist ein altes Grab, das von den Nord errichtet wurde. Möglicherweise stammt es aus Nord, der Zeit nicht vor dem Nord, Drachenkrieg. Nicht GDI, Nord. Ah, vielleicht wollt ihr ja nur wissen, wie ihr dorthin gelangt. Es liegt in der Nähe von Flusswald, einem erbärmlichen kleinen Dorf, ein paar Kilometer südlich von hier. Die das heißt, Einheimischen können zurück, euch sicher den Weg weisen, wenn ihr dort seid. Nun, man muss seine Berufsgeheimnisse wahren, nicht wahr? Ich habe meine Quellen. Verlässliche Quellen. So, wie werden Waffen und Rüstung ein Schüler der Kunst. Ihr müsst anfangen, indem ihr eine Verzauberung erlernt. Ja, sag an. Nehmt eine verzauberte Waffe oder ein verzaubertes Rüstungsteil, dann nutzt den arkanen Verzauberer, um deren Geheimnis zu lernen. Der Gegenstand wird dabei zerstört, also seid vorsichtig. Sobald ihr eine Verzauberung kennt, braucht ihr einen gefüllten Seelenstein und etwas, was ihr verzaubern könnt. Auch dafür benutzt ihr den arkanen Verzauberer. Natürlich, ich habe alles im Angebot, was ihr braucht, wenn ihr das Geld dafür habt. Ich glaube schon, ja. Technisch gesehen natürlich. Es gibt in der Stadt auch einen Priester, eine Priesterin, einen Alchemisten und vermutlich noch andere, die sich der Magie bedienen. Ach, wo wir gerade von Alchemisten sprechen. Ich habe Frostsalze für Arcadia. Sie braucht sie für einen ihrer Zaubertränke und bat mich, sie ihr zu besorgen. Wärt ihr vielleicht ja, bereit, ihr die noch Frostsalze was. Zu bringen? Oh. Arcadia wird euch sicher dafür belohnen. Gut, ihr eignet euch eindeutig besser als ich für eine so niedrige Tätigkeit. Das hat momentan Vorrang. Alles, was wir verwenden können, um diesen Mann. Oder diese Drachen zu bekämpfen. So. Dann bringen wir jetzt dem Einkniften Gerd die Salze. Also Arcadia, Arcania, bla. Das hat aber gerade gehakt hier. Jetzt gucken wir mal. Markierte Orte, das macht jetzt gerade keinen Sinn. Wie kann ich denn... Umgebungskarte, ah ja.
Tagebuch. Ziel festlegen. Wie kann ich in diesen markierten Ort da wieder... Ich will da jetzt hin. Wie kann ich denn diesen blöden Zielort hier entfernen? Da will ich gar nicht hin. Nein, 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 nein. Nein. Ich will diese Markierung entfernen. Ich bin gerade überfordert mit der Steuerung. So. Dann erstmal dahin. Wow. Dieser Kompass ist relativ ungenau. Alfred, Kopf des großen kampfgeborenen Clans. Kadia, da muss ich rein. Ihr habt Verbrechen gegen Himmelsrand und seine Einwohner begangen. Habt ihr etwas zu eurer Verteidigung zu sagen? Ihr habt mich gefangen, ich werde mein Kopfgeld bezahlen. Ich ergebe mich, bringt mich ins Gefängnis. Hier würde ich sterben. Kluger Mann, jetzt kommt mit zum Schloss. Wir nehmen euch etwaiges Diebesgut ab, dann könnt ihr wieder gehen. Sobald ihr die Strafe bezahlt habt, versteht sich. Ich hab doch gar nichts gemacht. Okay. Also nochmal von hier. Ich wollte auch gar nichts klauen. Ich habe nichts getan. Könnt ihr eine Münze für einen armen alten Bettler empfehlen? Aufschließen steht da auch. Braucht ihr ein neues Schwert? Dann sprecht mit Adrienne in der Schmiede. Ich arbeite für Beletor im Gemischtwarenladen. Piss dich. Ich bitte euch nur um ein paar Septime, damit ich etwas essen. Oh. Alter. Wie soll ich denn das machen? Hallo? Wie knacke ich denn das auf? Da bleiben wir.
so ein Scheiß. Kann eine Frau nicht mal einen Moment für sich haben? Lasst mich in Ruhe. Im Namen des Jarl, keine Bewegung. Nimm das. Ich höre euch nicht noch einmal. Verschwindet oder ich rufe die Wache. Ich mache mich aus dem Stand. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es beim besten Willen nicht. Keine Ahnung. Kackspiel. Was denkt ihr, was ihr da macht? Ihr habt hier nichts verloren. Wo ist er denn? Ich werde euch nicht noch einmal warnen. Verschwindet oder ich rufe die Wachen. Ihr habt hier nichts verloren. Ich hab was für dich. Ihr hättet besser auf mich gehört. Wachen! Hilfe! Ein Eindringling! Ich warne euch. Zurück! Oh Gott, ich muss weg. Ist das Kacke. Wachen, Hilfe, bla. Hallo? Ich will den hier machen. Auf Karte anzeigen. Enter. Nochmal. Und jetzt hier. Geht nicht. Schnellreisefunktion. Ich weiß ja, dass es irgendwo in der Nähe von Weißlauf. Nee, ist falsch. Ich bin mit dem Spiel überfordert. Wie werde ich denn die Scheiße wieder los? Flusswald, da muss ich hin. So. Wahrscheinlich da hinten hoch. Ich habe keine Ahnung von diesem Spiel. Ihr merkt es ja selber. Also das ist alles so... Ich glaube, da muss man erstmal reinkommen. Und wenn man, wie ich, mit Rollenspielen nichts am Hut hat, dann sieht das nun mal so aus, wie es gerade aussieht. Aber ich bin noch nicht so stark. Karte. Anscheinend gehe ich richtig. Zielort festlegen. Wie kriege ich den Scheiß da wieder weg? Ach Mann, dieser bekackte markierte Ort. Ich jage und fische seit Jahren in dieser Gegend. Meine Wilderei tut doch niemandem weh. Der Jarl kann wohl kaum jeden Hirsch essen, oder? Werft einen Blick drauf. Was hast du denn zu verkaufen? Kaninchenkeulen. Ist nicht cool. Jetzt auch Kaninchen? Das bringt noch nichts. Bis zum nächsten Mal. Ja, ja. Muss ich irgendwie nach da oben, wa? Bisschen Restenergie aufheben. Was ist mit diesem Haus hier los?
Annies Hütte. Ich bin doch nur eine arme alte Frau, Schätzchen. Ja, aber ihr du müsst zauberst. Euch meinetwegen nicht beunruhigen. Mach ich nicht. Es ist schwer, hier draußen über die Runden zu kommen, aber ich schaffe es schon. Okay. Würde ich sagen, gehen wir da hoch, ha? Die Frage ist nur, wo komme ich hoch? Hier über die Steine? Ja, irgendwie kommt man hier hoch. Tschuck, 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 tschuck. Hm. Wie komme ich denn da hoch? Gibt sicher voll den easy Weg und ich habe ihn nicht gefunden. Na. Ah. Bisschen hüppen, dann geht das. So. Jetzt mein erster Dungeon. Ist da jemand? Hier drüben. Von wo wird geschossen? Banditen. Es muss doch eine Möglichkeit geben. Schneller. Da gab es doch auch irgendwas von Ratio Farm. Steuerung. Perspektive wechseln, springen, 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 Schrei, macht Schrei auf Y, da muss ich mal gucken, was ich da kann. Schleichen, rennen, immer rennen, Favoriten, Q. Sieht so aus. Wie kann ich denn... Ah, Favoriten hinzufügen. Ah, ja, 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 ja. 16. Das ist ein Favorit und das ist ein Favorit. Jagdbogen. Oh, wo? Da. Neuen Schädel schießen ist gerade nicht so. Favoriten. Der Kopf gehört mir. Mein Inventar allgemein. Ach da, nochmal. Waffen. Naja, ist jetzt halt ein Zweihänder. Allerdings, habe ich ja sowieso kein Dings hier, wie heißt es? Schutzschild, also von daher ist es egal. Bin ich ein bisschen stärker unterwegs, blöde Banditen. Und hier habe ich platt gemacht, habe ich die, eiskalt. Jetzt wird es wenigstens spannend. Ist irgendein... Oh. Irgendein Wolf, den schießen wir gleich mal im Kopf. Muss ich tiefer zielen? Okay, das bringt nichts. Hä? Die sind schon alle hin. Nehmen wir erstmal alles mit. Was war das? Was? Hier drüben! Okay, ich habe auf jeden Fall wieder einen Schutz zur Show. Jetzt sind wir wieder in den Jagdbogen. Hm.
Neue Stufe, Baby. Oh, meine lieben Freunde, wir müssen kurz pausieren, denn das Telefon blinkt. Also bis gleich. So, da sind wir wieder zurück. Das muss ich dann unbedingt rausschneiden. Kann man ja echt jeden Scheiß sammeln. Wow, Dungeon. Liegen schon wieder tote Wölfe. Hat der Geld bei sich? Skeverschwanz. Keine Ahnung, was das ist. Wir nehmen es mit. Sowas wie ein Eberschwanz wahrscheinlich. Ich habe auch nie Ender Scrolls gespielt. Also bin ich hier total unbescholten. Hm. Leintuch. Kann ja alles nicht verkehrt sein. Ich würde gerne mal sehen. Objekte gibt es doch... Auch eine Schnelltaste? Nein. Das kann doch nicht die einzige Schnelltaste sein. Naja, dann halt so. Hä? Hä? Was tut es? Was tut es? Hier stehen irgendwelche Sachen. Hä? Ich bin in irgendeinem Schreibmodus. Script-Command? Wie bin ich denn da reingekommen? Pff. Okay. Objekte, Waffen. Jagdbogen mit 8. Ja, okay. Alles gut, alles gut. Was? Ist das schon alles? Ja. War's, Digga. Ich sag mal alles ein. Ich muss mal kurz meine Regeneration so ein bisschen abwarten. Okay, was geht hier ab? Die Schlange. Eieieiei. Okay, ich bin anscheinend vergiftet. Oh mein Gott. Okay, das bringt auch nichts. Was mache ich denn jetzt damit? Muss ich hier irgendwas? Säulen aktivieren. Schlange. 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 Ich mache jetzt überall Schlangen hin. Weil... Und jetzt drücken wir da nochmal drauf, hä? Pimmel! Okay, Schlange ist es nicht, wie es aussieht. Oder kann ich hier die Säule auch aktivieren? Nein. Aber hier sind doch überall Schlangen. Habe ich irgendwo Säulen noch vergessen? Da oben. Ich, Idi. Hm. Der Seite Schlangen und auf der Seite irgendwelche anderen Viecher. Ja toll, aber ich sehe keine anderen eingemachten Dinger. Achso, das erste soll eine Schlange sein. Naja gut, okay, wenn das letzte hier ein Fisch ist, dann ist das hier der Vogel. Sage ich jetzt. Ne, der Vogel. So, dann müsste es ja passen. Nein, da ist eine Schlange runtergefallen. Da ist eine Schlange runtergefallen. Denkt doch logisch nach. So müsste es passen.
Da fehlt doch ein Gesicht. Das liegt da. Also es ist Schlange, Schlange, bam. Alter Vendetta, ey. Du Hund. Lesen. Taschendiebstahl. Wen interessiert's? Nee. Oh, oh. Oh, böse Ratte. Oh, habe ich mich erschreckt. Du böse Ratte. Das sind gar keine Hunde. Das sind Ratten. Da kommt noch was hoch. Oh, böse Ratte. Echt jetzt? Ich habe eine Gänsehaut gekriegt gerade. Diese fiese Ratte, ey. Kleiner Seelenstein, wofür die auch immer gut sind. Irgendwas ja mit verzaubern. Oh, böse Ratte. Habe ich doch gesagt. 21 Gold. Nichts. Okay, ich muss runter. Boah, Gänsehaut pur, ey. Das Spiel hat mich in seinem Bann. Böse Ratte. Puh. Ich puste die Katze aus. Okay, hier gibt's Spinnen, wie es aussieht. Alter, die Sounds sind ganz schön hart. Wofür die Leintücher auch immer gut sind. Du kannst nicht rennen. F. Nee, das ist die Außenansicht. Da wollte ich gar nicht hin. Quest, Statistik. Kampf. Hm. Menschen getötet, 8 Tiere getötet, 11. Ich bin so hart. Hallo? Jetzt bleib mal stehen. Tab war's. Ich musste gerade echt überlegen. So, meine lieben Freunde, aber hier machen wir einen kleinen Cut. Wie spät haben wir es überhaupt? Ja, hier sollten wir einen kleinen Cut machen. Ihr seht Skyrim in einem nächsten Video und mich natürlich auch wieder. Haut rein und bis dann. Ciao, ciao.